Harenev Boko führt die zweite Spur an. Die verbliebenen Teilnehmer in kompakter Formation. Alle haben noch ihre Möglichkeiten. Und Iowa River führt die Teilnehmer letztmalig in die Gegenseite. Mit Harenev Boko. Versace Diamant an der Innenseite sitzt im Moment etwas fest. Charmeur Royal dicht auf in vierter Position. Fünfter ist dann French Kiss am Schluss des Feldes Sound. Aber Sound versucht jetzt die Position zu verbessern, kommt aber nicht so recht weiter, aber unverändert dicht geschlossen geht es in den Schlussbogen. Noch ist Iowa River vorn, Harenev Boko kommt näher, hat jetzt einen knappen Vorteil. Versace Diamant scheint im Moment an der Innenseite festzusitzen. Charmeur Royal dicht auf. Die Trotto.de Zielgerade wird erreicht. Noch 200 Meter. Harenev Boko stürmt nach vorn, übernimmt das Kommando. Jetzt kommt Charmeur Royal, Harenev Boko, Charmeur Royal, Harenev Boko, Charmeur Royal. Versace Diamant bleibt nur in Anführungsstrichen das dritte Geld. Dahinter wird es eng zwischen Iowa River und Good Game BR. So, die vorläufige Platzierung. Sieger die 8, Harenev Boko. Zweiter die 6, Charmeur Royal. Dritter die 1, Versace Diamant. 8, 6, 1, das Ganze vorläufig. Noch 50 Meter bis zur Startmarke. Das erste Rennen, Dirk Müller Geburtstagsrennen, ist gestartet. Kampf um die Führung an der Innenseite. Versace Diamant hat den Kopf vorn. Versace Diamant wird jetzt aber bedrängt von Maranello Bo, der etwas weitere Wege geht. Und Maranello Bo machte einen Fehler und ist aus der Partie. Versace Diamant, also mit der alleinigen Führung. Jetzt ist Iowa River auf dem Vormarsch. Bedrängt Versace Diamant. Diese beiden jetzt Kopf an Kopf in Front. Und Iowa River steckt jetzt den Kopf in Front, übernimmt das alleinige Kommando. Dahinter in dritter Position French Kiss. Iowa River, Ausgangs des Autobahnbogens in Front von Versace Diamant, French Kiss an der Innenseite. So geht es in die Tribünen gerade, knapp eine Runde ist zurückgelegt. Und Harenev Boko ist auf dem Vormarsch, übernimmt die zweite Position. In die Schlussrunde aber weiter führt Iowa River. Harenev Boko führt die zweite Spur an. Die verbliebenen Teilnehmer in kompakter Formation. Alle haben noch ihre Möglichkeiten. Und Iowa River führt die Teilnehmer letztmalig in die Gegenseite. Mit Harenev Boko. Versace Diamant an der Innenseite sitzt im Moment etwas fest. Charmeur Royal dicht auf in vierter Position. Fünfter ist dann French Kiss am Schluss des Feldes Sound. Aber Sound versucht jetzt die Position zu verbessern, kommt aber nicht so recht weiter, aber unverändert dicht geschlossen geht es in den Schlussbogen. Noch ist Iowa River vorn, Harenev Boko kommt näher, hat jetzt einen knappen Vorteil.
Versace Diamant scheint im Moment an der Innenseite festzusitzen. Chameur Royal dicht auf. Die Trotto de Zielgerade wird erreicht. Noch 200 Meter. Renef Boko stürmt nach vorn, übernimmt das Kommando. Jetzt kommt Chameur Royal, Renef Boko, Chameur Royal, Renef Boko, Chameur Royal. Versace Diamant bleibt nur in Anführungsstrichen das dritte Geld. Dahinter wird es eng zwischen Iowa River und Good Game BR.